Sachsen das einmal große gestische Zeichen, die in sandigen Gründen schlummern, dann wieder ineinander und übereinander verschlungene, unentzifferbare, chiffrierte Zeichen mit verborgenen lyrischen Möglichkeiten. Verfilzte Schriftkeime, gehetzte Signaturen, fleckenartige Strukturen, ein Dickicht unerwarteter, heterogener Verbindungen, eine Folge von Suggestionen und Transmutationen, ein Schöpfungsprozess des Momentanen und Zuständlichen, aber auch einer ikonischen Enzyklopädie von Gästen und Impulsen, an der Idee der Schrift orientiert und doch ohne deren syntaktisch organisierten Verbindungsmöglichkeiten. Die malerischen Wege mögen sich zwar immer wieder Zeichen nähern, aber sie lassen die Idee der Schrift hinter sich. Die Idee einer grafischen Textur wird zu einer Schrift ohne Alphabet. Die entfesselte, vielschichtige Farbigkeit zu einer Anthologie von Spuren. Es sind teilweise aus der Gestik, teilweise durch Zufall entstehende natürliche Gesetzmäßigkeiten in der Formwerdung wie Korrosion, Sedimentation, Verwitterung, nicht durch ein Nachbilden, sondern im Prozess der künstlerischen Produktion verfängt sich Natur. Es entsteht eine Form von Mimikrie, Ähnlichkeiten und Tarnungen. Der Zufall spielt in diesen Arbeiten durchaus eine Rolle, allerdings ist es ein vom Künstler spielerisch und mit viel Neugierde gelenkter Zufall. Die Formen spontan, intuitiv aus der Dynamik der Hand- und Körpergestik. Durch die Spontaneität des dynamischen Malaktes, der Bewegungsabläufe, durch Unmittelbarkeit und Improvisation, diskontinuierliche Sprünge und motorische Bewegungen in alle Richtungen entsteht Balance im Ungleichgewicht. An mehreren Stellen ranken algenüberwucherte Zeichen, geäderte Blätter, Wurzeln auf, eine überraschende, wundersam bizarre, labyrinthisch undurchdringliche Welt, an zerklüftete Korallenriffe erinnernd an versunkene Landschaften, Wucherungsfragmente, vegetatives, dornenähnliches Gestrüpp, wie eingewachsen oder abgesintert, wie durch seismische Fluten oder durch einen nuklearen Regen, wie die zerfressenen Felsen in der Bucht von Kadakes, dem Felsen von Kap Creus am Anfang des Films Das goldene Zeitalter von Louis Buñuel und Salvador Dalí. Patzak erforscht die evokativen Strukturen und Diagramme der Natur, fügt seine eigenen meditativ gefundenen Figurationen bruchlos in seine Gemälde ein und erreicht dadurch jene innere Natürlichkeit und Wahrscheinlichkeit, die den Tatsachen der Natur eingeschrieben sind. So schafft er eine poetische Umdeutung von Wirklichkeit. Aus dem kalligraphischen Impuls, aus einer Vielzahl bewegter Formpartikel und Pinselspuren fügt sich ein ruheloses, taumelndes Getümmel, ein vibrierendes, schwingendes Kontinuum, ein gedachter, empfundener Raum. Figuren in großer Eile pflügen durch die Dünen der Farbe, irritierende, irrende, hetzende Chiffren, flüchtige Zeichen. Ihr Wesen ist die Bewegung, sie sind unterwegs. Gefrorene Momente zu Bild gewordene Stills in einem fortlaufenden Prozess. Es sind Bilder einer eigentümlichen Rastlosigkeit, große Formate, auf denen in einer flachen Räumlichkeit ein unruhiges Schlingwerk von sonderbarer Wildheit die Fläche überwuchert. Unruhige Zeichen in teils rhythmischer Wiederholung schreiben geheime Botschaften in die turbulenten Bewegungen der Formen.
ein heftiges Gestikulieren in dichte Filigrane eingewoben, eine Choreografie lichter Farbzellen, die die einzelnen farbigen Stimmen auf sich nehmen und miteinander verknüpfen. Peter Patzak verdichtet piktografische Zeichen zu einer kryptischen Botschaft, einer geheimnisvollen Poesie. Patzaks ideografische Sprache, seine konsonantischen und alphabetischen Notationen aus dem Arsenal der Erinnerung, seine, um Georges Mathieu zu zitieren, Embryologie der Zeichen, sind von einer poetischen Beweglichkeit und Lebendigkeit. Sie bedingen einander in vollständiger Unabhängigkeit und in ihrer Verschmelzung. Seine Bilder erlauben es dem Betrachter kaum, ein Detail zu lokalisieren, einen Blickpunkt, einen Anhaltspunkt zu finden. Unser Blick scheitert, wenn wir versuchen, eine Form zu fixieren. Er verfängt sich in einem labyrinthischen Dickicht, verstrickt sich in die geflochtenen Raumgespinste, man verfängt sich in ein Geheimnis. Das Gespinst gibt sein Inneres nicht preis. Farbsätze auf der Klaviatur der Palette. Der Kontrast organisiert sich in den Farbklängen, die im Farbkreis benachbart liegen. Passagen wie Gelb zu Orange, von Orange zu Rot, von Rot zu Braun. Mit einem Zusammenklang der farbigen Nachbarschaften verfließt die farbige Modulation zu einem zur Ruhe gekommenen Generalton. Kleine Nebenstimmen sickern und sintern hervor, ein aufleuchtendes Blau, ein Flecken Violett. Die Farbdecke lockert sich mehr und mehr. Die Farbentwicklungen werden bewegter. Dann rinnt die dünnflüssige Farbe in feinen Strähnen über die Fläche und verbindet sich mit einem zarten, alle Zufälligkeiten annehmenden Filigran der einzelnen Farbstimmungen. Der Geist der Farbe. Ein Akkord, eine Melodie scheint von fern her anzuklingen. Es beginnt der Farbsatz mit einem Akkord, einer Melodie, die von fern her anklingt, entfaltet sich auf der Fläche in einen mehrstimmigen Kontrapunkt und klingt dann über den Bildrand wieder ins Unendliche fort. Ein Rhythmus, der von außen kam und nach außen geht und sich in einer seiner Variationen auf dem farbig instrumentierten Feld des Bildes konkretisiert. Konzertante Sätze mit dem Klangmaterial der Farbe. Lauschen wir den Bildern?